Herzlich willkommen bei Playzocker vs. Italofiler. Das ist nicht die News der Woche, das ist unsere allererste super tolle Sondersendung. Weil, Robert, ganz ehrlich, wir beide sind ja wirklich die voll profimäßigsten, voll Profis, die es auf ganz YouTube gibt. Wir würden nie einfach irgendeinen Schwachsinn machen. Wir würden uns nie irgendwie verhaspeln oder sonstige Outtakes bauen. Und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit den nächsten paar Minuten. Robert, wir machen echt wirklich nur Dreck, oder? Action, Kamera, go. Ready? Red will come out. Du lachst an mir als Glas. Ja, du warst los mit der Stunde lang mit Wasser in der Kuh. Das ist die News. Ich suche einen neuen Co-Moderator. Der letzte ist leider beim Dreh ertrunken. Liebe diese News jetzt schon. Die Tür auf! Erst wenn das jetzt zu Beginn schon so anfängt mit uns, dann sage ich dir eines. Ja, was sage ich dir denn? Das ist ja Spaß, ne? Nein, ich wollte eigentlich weitermachen. Erst, ich sag dir eines, wenn das jetzt mit uns schon zu am Anfang zu... Wenn das jetzt schon zu uns geht... Oh, es ist so unbequem. Ja, super. Ich drück mal die Zecken. Ich hab mich echt nicht irgendwie umgesetzt. Grüße. Na. Na gut, gehen wir's an. Ready? Yes. Ein bisschen näher musst du noch. Hast du noch ein Salatblatt für mich? Na, Banane her. Gut hast du es gemacht. Danke. Gut hast du es gemacht. Wir sind jetzt wieder hier vor meiner Arrow-Videosammlung zum allerletzten Mal hier heute. Die Filmbranche tobt vor Begeisterung über geniale Veröffentlichungen mit Flaschenöffnern. Was war das für Geräusch? Erst, Zocke, ich sag dir eines, wenn das mit uns jetzt am Anfang schon so anfängt. Ja, wenn das am Anfang jetzt schon so anfängt, ja. Können wir tragen, wird das alles? Ja, natürlich. Okay, warte noch ein bisschen. Ja. Ich muss erst fassen. Du musst erst einschlafen. Ich muss erst fassen. Okay. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Du, wir drehen da jetzt gerade an dieser und keine Restmüllfolge, gell? Danke. Ich schlag schon wieder mal die Amerikaner drüber aus. Du solltest nicht mit der Batterie anplatzen. Ja, wenn die schon drinnen ist, dann drum so. Das war einmal. So. Es könnte unbequemer nicht sein, oder? Okay. Sind wir nicht im Bild. Ist schöner. Wurscht. Aber Robert, du könntest aufstehen, weil dann sieht man dich nicht mehr, dann wird es schöner. Danke. Das habe ich es gerade geschafft. Gott, okay. Heute haben wir das Thema... Na, kurze Pause. Ich hab gesagt, kurze Pause. Ich weiß nicht, wie lange du kurz machst. What the feeling? Weißt du, was jetzt echt leibend wäre? Was? Na, wenn die Leute hören könnten, zu welchem Lied wir da eigentlich gerade abgehen. Na, ob das so toll wäre? Keine Ahnung. Also, stimmt, es sieht ja aus. Es wäre ziemlich dramatisch. Aber ich glaube, unsere Bewegungen sind extrem kunstvoll, künstlerisch und Prädikat wertvoll? Ich hab Prädikat schmerzhaft. Ich find, sie sind schon schmerzhaft genug. Man muss gar nicht hören, was aber wir singen. In jeder Disco würden wir abrocken, bitte. Na, aus jeder Disco würden wir rausfliegen. Das hast du, also, ja, genau. Robert.
Scheiße. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, meinen Text zu vergessen. Ich fasse es nicht. Jetzt fangt das wieder auf, bitte. Schau ich bitte nicht, okay. Das war dann. Nein, ich schaue. Achso, du kannst nicht anders. Ich schaue immer so. Siehst du den Kollerschnitt? Okay. Das kann ja verdammt nochmal nicht so schwer sein. Würde man meinen, oder? Aber eins weiß ich, wir brauchen dazu das standesgemäße Outfit. Und das werden wir uns jetzt anlegen. Meine Frisur ist eh schon wieder im Eimer, also nichts dagegen, wenn wir ein bisschen besser ausschauen als jetzt. Na, und was sagst du dazu? Nein. Oh ja. Robert! Nein! Mach, anlegen. Da. Nicht schon wieder. Hallo, der Typ neben mir und ich begrüßen uns. Wir haben uns gerissen lassen. dafür hupfen wir auf den Polster nochmal ab. Bist du drehen wir schon? Ja, ja. Meine Hämorrhoiden danken dir. Danke, nein, für den Eindruck schon nur das Beste. Ja, jawohl. So, Hot Take, hm? Ja, also, ich meine, für die Hämorrhoiden. Ja, die Hämorrhoiden-Saga, der kriegt schon eine, bitte. Der kriegt einer gleich eine serviert. Hämorrhoiden ist heute das Winterkirschen-Special. Und Leute, ein blöder Kommentar auf YouTube. Und der Robert kommt mit seinen Hämorrhoiden vorbei. Wir reagieren im Video auf eure Kommentare. Seid gespannt. Der Robert kommt mit seinen Hämorrhoiden. Das ist ein Feige! Jetzt küss! Jetzt falls du wirst! Jetzt können wir deinen Spruch aus dem, bitte! Nein, Robert, komm vorbei mit seinen Hämorrhoiden! Meine Hämorrhoiden werden euch noch lange beschäftigen! Ich schicke dir meine 3 Hämorrhoiden vorbei und dann ist der Spaß vorbei! Und die machen dir ein Angebot, das du nicht auswischen kannst! Aufwischen? Meine Hämorrhoiden! Also, die Hämorrhoiden meiner 3 Cousins werden dir ins Knie schießen! Scheiß, du hättest schon sagen. Ja, mach noch was anderes. Die Hämorrhoiden meiner 3. Okay. Ist ja wurscht, komm. Sag, wir müssen da arbeiten. Echt? Ich sehe jetzt, weil das Problem ist, ich sehe jetzt ein Arrow-Video und ich kann nur an deine Hämorrhoiden denken. Ja, ich auch. Ja, mir tun es normal zumindest nicht weh. Weh tun es im seltensten Fall, sein, wenn ich so richtig rauspressen tue am heißen. Ja, wie du schon, das war's. ich bin raus.